Inmitten eines Naturparks im Süden der Normandie. Michael Hewitt hat seine Blümchen zum Fressen gern. Er beliefert edle Restaurants mit geschmackvollen Blättern und Blüten. Geschmack ist nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch für das Auge. Sylvie und Patrick Kibel verbinden in ihrem Garten die Tradition mit der Moderne. Hinter dicken Schlossmauern hat sich Guillaume Pellerin den Traum von einem botanischen Dschungel erfüllt. Die Pflanzen der Welt sind hier zu Hause. Und Guillaume Pellerin ist ihr Bewahrer. Raus aus der Stadt ist ihr Motto. Blondine Kirchner hat für sich und ihre Familie eine blühende Oase geschaffen. Den Duft der Rosen gibt es obendrein. Die Normandie liegt im Norden Frankreichs. Sie wird oft als der Garten, der am Meer liegt, bezeichnet. Klippen und felsige Hügel werden im Hinterland von Dünen und sanften Tälern abgelöst. Fruchtbare Erde und ein ausgeglichenes Klima mit viel Regen und Sonne sorgen für saftige Weiden, auf denen Charolais-Rinder grasen. Doch ohne die Arbeit der Menschen würde auf den Äckern nichts wachsen. Das Landleben ist weniger ein romantischer Traum als harte Wirklichkeit. Am Rande des kleinen Dorfes Auzeville-sur-Ry leben Sylvie und Patrick Kibel ihre gärtnerischen Leidenschaften. Avantgarde zu sein, das war ihr Ziel, als sie dort vor 16 Jahren begannen, ein kleines Stück Land zu bewirtschaften. Wichtig ist ihnen, spontane Vegetation und strenge Gestaltung miteinander zu verbinden. Der Natur wird keine Gewalt angetan und doch wird sie geformt. Die Hierarchie zwischen Mensch und Natur ist eindeutig. Wir arbeiten nicht gegen die Natur. Sie kann sich so weit entfalten, wie es der Rahmen erlaubt, den wir ihr einräumen. Es ist keine Frage, wir sind die Chefs des Ganzen. Die Apfelbäume des alten normannischen Obsthofes haben die Kibels als Reminiszenz an die bäuerliche Tradition erhalten. Den Kontrapunkt bilden farbenprächtige Blumen. Im Mai ist die Vielfalt ein bloßes Versprechen. Die volle Schönheit bringt erst der Sommer. Sylvie und Patrick Kibel haben ihren Garten um das Haus in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt. Entsprechend der Jahreszeiten gibt es einen Frühlings-, Sommer- und Herbstgarten. So blühen an 9 Monaten im Jahr die unterschiedlichsten Pflanzen, woran sie sich erfreuen können. Unumstrittener Höhepunkt bildet der Sommergarten im Zentrum der Anlage. Bis er in seiner ganzen Pracht erstrahlt, ist aber noch viel zu tun. Felder stehen in voller Blüte. In der Luft liegt der Geruch von süßem Honig, vermischt mit Salz. Das Meer trägt eine frische Brise ins Land. Noch lässt der Sommer mit seinen warmen Tagen auf sich warten, aber die Vorboten sind nicht mehr zu übersehen. Cécile Binet hat die Liebe zur Natur und ihren Pferden in den äußersten Nordwesten der Normandie gebracht. Die Halbinsel Cotentin ist eine urwüchsige Landschaft, auf 3 Seiten vom Meer umgeben. Die Küste ist rau, aber auch von langen Sandstränden gesäumt. Wer die Zweisamkeit mit seinem Pferd bei Ausritten sucht, wird sie hier finden.
Wenn ich hierher komme, um zu reiten, das ist das pure Glück. Die Landschaft ist wunderschön. Es gibt das Meer, es gibt die Heide, es gibt die Dünen. Und ich bin da auf meinem Pferd. Es ist schwer zu erklären. Es gibt nichts Besseres. Man ist auf dem Pferd, man ist zwischen Himmel und Erde. Für Cécile gibt es auf dem Rücken ihres Pferdes keine Jahreszeiten. Winters wie sommers reitet sie am Strand. Die lauen Lüfte, die der Golfstrom über den Ärmelkanal hierher trägt, sorgen für ein ausgeglichenes Klima. Die milden Temperaturen des Cotentin nutzt hinter den Mauern des Familienschlosses von Vauville auch Guillaume Pellerin. Hallo, ça va? Auf etwa 40.000 Quadratmeter hat er einen gärtnerischen Kontrapunkt inmitten der kargen Landschaft gesetzt und sich den Traum von einem botanischen Dschungel erfüllt. Die Pflanzen der Welt hat er zu sich nach Hause geholt. Keine ist darunter, die er nicht an ihrem ursprünglichen Ort gesehen hat. Palmen aus Australien und Neuguinea, Bambus aus China, Thailand und Japan, Riesenfarne aus Brasilien. Guillaume Pellerin ist in der Welt zu Hause, so wie seine Pflanzen bei ihm. Donc les plantes sont là pour nous faire voyager. Die Pflanzen sind da, um uns reisen zu lassen. Ohne Flugticket, Reisepass, ohne gefährliche Tiere, feindselige Bewohner, ohne alles. Einfach im Garten spazieren gehen und woanders sein. Das ist es, was mir an meinem Garten gefällt. Er ist ein Garten in Bewegung. Nichts Starres wie ein französischer Garten. Es ist ein Garten zum Wohlfühlen. Wie beim Reisen verändert sich ständig die Landschaft. Es ist diese Suche. Dann noch mit sympathischen Pflanzen, die man nicht kennt. So kann der Geist weit gehen. Trotz der windigen Lage am Meer wachsen hier Bäume und Pflanzen, die sonst am Mittelmeer und in südlicheren Gefilden zu finden sind. Guillaume Pellerin hat grüne Räume geschaffen, die sich so aneinander reihen, dass die Pflanzen sich gegenseitig schützen. So halten sie den Herausforderungen der Kälte stand und werden heimisch. Guillaume Pellerin baut mit zwei Gärtnern an einer Mauer in seinem Garten. Er will sie als Ruine erhalten und sich so dauerhaft bewusst machen, dass der Mensch immer nur Unvollständiges schafft. Er kann sich mühen, wie er will, kann an seinem Paradies auf Erden bauen, er wird es nicht erreichen. Sobald er seinen Garten nicht mehr bestellt, wird er verschwinden und die Natur wird alles überwuchern. Es muss ja nicht gleich eine Ruine sein, manchmal genügt schon ein kleiner Steinhaufen, der Abwechslung schafft. Zudem gewährt er Eidechsen, Blindschleichen und anderen kleinen Lebewesen Unterschlupf. Wir müssen von dort anfangen und dann lassen wir es nach oben ansteigen. Wir müssen dort wieder anfangen, damit es ein wenig dicker wird. Wir machen die Mauer links dicker, dann wird es wirklich wie eine Ruine aussehen. Mit dem botanischen Garten, der das ganze Jahr über grün ist, ist eine Oase an der normannischen Küste entstanden. Sie bietet Pflanzen eine Heimat, die hier sonst kaum möglich wäre. Wie in einer Arche Noah versammelt sich auf engstem Raum, was sonst Kontinente voneinander trennt. Un peu
das ist ja nicht schön. Gärtnern ist wie Urlaub, wie große, lange Ferien. Auch wenn es nur ein Wochenende dauert und das mit viel Arbeit und Schweiß verbunden ist. Blondine Kirchner aus Paris pflanzt in ihrem neu angelegten Garten Sträucher. Blondine Kirchner und ihre Familie haben sich einen Traum verwirklicht und als Ausgleich zum Leben in Paris ein Wochenenddomizil in der Nähe der normannischen Küste gekauft. Ich bin heute eine Anfängerin in der Gartenwelt. Mir gefällt es sehr, Pflanzen zu entdecken, sie wachsen zu sehen, ihren Namen zu kennen. Wenn sie noch nicht blühen, ist die erste Blüte ein Entzücken, ein Glück. Aber ich muss alles lernen. Von einem gemachten Beet hat Blondine Kirchner nie geträumt. Sie will es sich selbst bereiten. Wäre der Garten vollendet, dann würde sie das schnell langweilen und der Landtraum wäre ausgeträumt. Beim Pflanzen, Unkrautjäten und Gießen kann sie entspannen und schöpft daraus die Energie, die sie für ihre Arbeit in der Stadt braucht. Zum Grundstück der Kirchners gehören auch ein Park und ein Wäldchen. Die Passion für das Landleben hat Blondine bei ihren Eltern entdeckt. Der Garten ist ein Sehnsuchtsort, an dem die Familie einen Ausgleich findet. So wie die Eltern es ihr vorgelebt haben, so will auch sie ihren Kindern die Natur nahebringen. Sie sollen erfahren, dass sie eigene Gestaltungsmöglichkeiten haben. Gemeinsam mit ihrem Sohn Guilhem probiert sie aus, welche Farbe am besten zu der Tür des Taubenturms passt. Ich habe meine Kindheit auf dem Lande verbracht. Und es stimmt, wenn ich an Paris denke. Man muss immer alles für die Kinder organisieren. Es ist extrem versnobbt, es gibt viel Geld, viel Künstliches. Das ist auch sympathisch. Aber für mich war es wichtig, ihnen etwas anderes zu vermitteln. Seit sie das Haus besitzen, haben sich die Kirchners fast ausschließlich dem Garten gewidmet. In diesem Jahr soll nun das Herrenhaus mit mehreren Salons, Schlafzimmern und Bädern umgebaut werden. Noch ist es eine einzige Baustelle. Hubert Kirchner bespricht mit dem Architekten die Pläne. Wenn es nach seinem Willen geht, dann soll in wenigen Monaten alles fertig sein. Blondine will dann mit der Familie und Freunden noch öfter hier sein. Die Tage werden länger und die Temperaturen sind auch noch am Abend angenehm. Morgennebel liegt über dem Federgarten. Erst allmählich lichtet sich der Schleier. Wie in Watte ist die Landschaft eingehüllt.
Die Apfelbäume tragen reiche Ernte im alten normannischen Obsthof der Gartenavantgardisten Sylvie und Patrick Kibel. Wo noch vor wenigen Wochen nichts zu sehen war, wuchert jetzt meterhohes Chinaschilf in den Himmel. Patrick Kibel hat alle Hände voll zu tun, um sich einen Weg durch den Dschungel zu bahnen. Es scheint, als hätte die Natur den Wettstreit mit dem Menschen über die Herrschaft im Garten gewonnen. Der Sommergarten vor dem Haus steht jetzt in voller Blüte. Es ist ein kunterbuntes, leuchtendes Tohuwabohu, nur gezähmt von den streng geometrisch getrimmten Mauern des Bucks. Erst jetzt kommt der Kontrast der wogenden Beete zu den exakt geschnittenen Rasenflächen zur Geltung. Vom Wasserbassin, das den Himmel reflektiert, geht das Leben aus. Was im Frühjahr gepflanzt und angelegt wurde, damit es gedeiht und blüht, muss nun beschnitten werden. Sylvie ist rundum beschäftigt, um die welken Blätter und Blüten zu entfernen. So schön ihr Garten nun ist, er bleibt es nur durch die stete Fürsorge. Nach getaner Arbeit entspannen sich Sylvie und Patrick in einer Ruhezone. Eine Reise durch die Normandie ist auch eine Entdeckungstour durch unterschiedliche Landschaften und verschiedene Gärten. Hier können sich die Menschen mit der Natur versöhnen. Je nach Geschmack und Charakter gestalten sie ihre Sehnsucht nach dem Landleben, wie es ihnen gefällt. Die Normandie ist ein grünes Versprechen. In einer abgeschiedenen Region im Süden der Normandie haben sich die Deutsche Renate Jewett und ihr englischer Mann Michael niedergelassen. Auf einer gemeinsamen Urlaubsreise durch Frankreich blieben sie hier hängen. Ihnen war klar, dass sie nicht nur aussteigen konnten, sondern weiterhin ihr Geld verdienen mussten. Sie haben zu viele Träumer scheitern gesehen. Hinter ihrem Wohnhaus wandelten sie eine Weide in einen Garten um und bauten dort Kräuter und essbare Pflanzen an. Eine Geschäftsidee. Ohne den Einsatz von künstlichem Dünger wollten sie zeigen, dass viel mehr Blumen, Blätter und Kräuter genutzt werden können, als hier in diesem Landstrich bekannt sind. Rückschläge waren zu Beginn nicht selten, aber durch das Ausprobieren immer neuer Sorten und das Züchten von Pflanzen haben sie es schließlich geschafft. Wir versuchen, so weit wie möglich die Natur bei unserer Gartenarbeit zu nutzen, sie als Helfer zu verstehen und dabei auch die Vögel, Insekten und alles andere nicht als Gegner zu begreifen, sondern als Hilfe. Eine bunte Mischung aus einzelnen Blättern und Blüten bereichert den Speiseplan, wie ein Salat aus Ringelblumen, Malven, Dahlien und Shungiku. Zu würzigen Speisen passen essbare Blüten vorzüglich, da sie einen geschmacklichen Kontrapunkt setzen. Um ihre neuesten Salatkreationen auszuprobieren, laden Renate und Michael Jewett Gäste zu sich ein. Dabei können sie sehen, ob sie auf Gegenliebe stoßen.
Das Essen von Blüten ist nicht jedermanns Sache. Deshalb müssen Renate und Michael immer wieder Überzeugungsarbeit leisten. Bei ihren Freunden haben sie es leichter als bei den Einheimischen, die die traditionelle normannische Küche bevorzugen. Stauden, s'appelle. Hein? Donc, ah oui. Oui, il y a plusieurs noms. Il y a épinon en arbre, magenta sprin. Der Spätsommer hält Einzug in der Normandie. Brombeeren, Früchte des Herbstes, sind reif. Hummeln und Bienen sind immer noch unermüdlich dabei, den Saft des Sommers zu sammeln. Im Familiengarten von Blandin-Kirchner stehen die Rosen in voller Blüte. Bevor sie verblühen und ihre Blätter verlieren, sollen ein paar von ihnen ihren Duft im Haus verströmen. Im Herbst sollten die Renovierungsarbeiten eigentlich viel weiter sein. Doch die Planung war zu optimistisch. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis Familie und Freunde in das Haus einziehen können. Die Kirchners nehmen es gelassen. Auf ein paar Monate kommt es ihnen nicht an. Sie haben sich in den vergangenen Jahren daran gewöhnt, hier am Wochenende eher provisorisch behaust zu sein. Wichtig war ihnen immer, dass sie mit den Kindern im Garten draußen sein konnten. Die weitgehend eingerichtete Küche ist für Hubert Kirchner ein Versprechen, dass auch die anderen Räume bald soweit sind. Wir wollten es hier schon bewohnen, bevor es renoviert war. Vielleicht hatten wir am Anfang auch gar nicht die Absicht, es so grundlegend zu renovieren. Aber es stellte sich heraus, dass viele Installationen hier ziemlich überaltert waren. Die Elektrik, die Heizung. Und wir sagten uns, nun, da wir wissen, wie man hier lebt, können wir es zu einer Lebensqualität entwickeln, Leute zu empfangen und mit der Familie und Freunden hier zu leben. Solange das Haus noch keine Heizung hat, fährt Hubert Kirchner mit seinen Kindern in das kleine Wäldchen. Dort holen sie Holz, um die vielen Kamine zu befeuern. Die kalten Tage des nahenden Herbstes und des Winters können kommen. Romantische Abende vor einem offenen Kamin sind garantiert. Noch haben die Kirchners viele ihrer Vorstellungen nicht umgesetzt. Aber was wäre, wenn sie alles schon verwirklicht hätten? Das Ideale dieses Traums und dieses Aufenthaltes auf dem Lande ist, Momente zu haben, die vollkommen werden. Momente der Einsamkeit mit der Natur, Momente, in denen man viele Leute empfängt, Freunde, Momente des Wiedersehens mit Hubert, mit den Kindern. Die Kinder von Blondine füttern die Gänse. Sie verbringen eine glückliche Kindheit auf dem Land. Noch wissen sie nicht, dass ein solches Leben etwas Besonderes ist. Vielleicht können sie davon eines Tages auch etwas weitergeben.